Hallihallo, willkommen in unserer Küche. Heute backe ich einen blitzschnellen Apfelkuchen. Kommen wir zu den Zutaten. Für meinen Apfelkuchen benötige ich natürlich Äpfel, Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Eier und Butter. Kommen wir zur Zubereitung. So, vorzubereiten habe ich nicht viel. Ich muss nur die Äpfel schälen, entkernen und in Stücke schneiden. Bis später. So, mit meiner Vorbereitung bin ich fertig. Meine Äpfel sind geschält, entkernt und in mundgerechte Stücke geschnitten. Das kann jeder individuell entscheiden, wie groß die sein sollen. Und weiter geht's mit dem Teig. So, dann komme ich zum Teig. Dafür gebe ich Mehl mit Backpulver vermischt, den Zucker, den Vanillezucker, die Eier und die Butter in eine Schüssel und vermenge alles. So, meine Zutaten werde ich jetzt zu einem gleichmäßigen Teig verarbeiten. So, meine Zutaten habe ich jetzt gleichmäßig vermischt und jetzt können wir die Äpfel unterheben. So, als letztes hebe ich jetzt noch die Äpfel unter den Teig und dann ist der Kuchen auch schon vorbereitet. So, meine Äpfel habe ich jetzt gleichmäßig unter den Teig gehoben. Und jetzt kann das Ganze in die Kuchenform. So, ich habe mir eine Kuchenform vorbereitet. Den Boden habe ich mit Papier ausgelegt, den Rand habe ich mit Butter gefettet. Und jetzt gebe ich den Teig in die Form. So, ich habe jetzt meinen Teig in die Form gegeben und werde ihn jetzt gleichmäßig verteilen. So, ich habe jetzt meinen Teig gleichmäßig in der Form verteilt und jetzt kann der Kuchen in den Ofen. Mein Kuchen kommt jetzt für ca. 30 Minuten bei 200 Grad Umluft in den Ofen. Die Backzeit von meinem Kuchen ist jetzt vorbei. Er sieht richtig lecker aus. Wer möchte, kann ihn jetzt abkühlen lassen und dann noch Puderzucker drauf geben. Wir werden ihn dann auch genießen, wenn er abgekühlt ist. Ich wünsche viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!